selten äußert sich Helene Fischer in der Öffentlichkeit über ihre Beziehung zu Florian Silbereisen. Nun macht sie eine Ausnahme, und die wird wie Musik in den Ohren ihres Freundes klingen. Er ist mein Traummann, ganz klar, schwärmte die Admenius, Sängerin ungewohnt offen im österreichischen Radiosender Ö3. Sein ganzes Wesen, wie er mit einer Frau umgeht. Ich liebe sein Äußeres, eigentlich liebe ich alles an ihm. Sein Wesen, seine Art, er ist ein ganz toller Mensch. Auch wenn das Paar nicht zusammen sein kann, ist Florian seiner Freundin eine wichtige Stütze. Nach einem Tourauftritt, sei es das Schönste und Wichtigste auch direkt nachdem ich in mein Zimmer gekommen bin, mit Florian zu telefonieren, sagt sie. Auch nach 10 Jahren ist das Paar offenbar noch schwer verliebt. Das erste Mal trafen sie 2005 in Florians Show, das Hochzeitsfest der Volksmusik, aufeinander. Damals war Helene noch ein Newcomer, Florian ein bekannter und erfolgreicher Moderator. Gefunkt hat es aber erst später, im Mai 2008 outeten sie sich als Paar. Heute gehören beide zu den größten Stars der Schlagerbranche, und sind vor allem als Traumpaar nicht mehr wegzudenken.